dem nächsten Beitrag. Und da wartet schon der Herr Stefan Oppel, sehr gut, von der Donau-Universität Krems, genau. Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur, der sich genau das Thema der digitalen Grundbildung, der verbindlichen Übung angesehen hat und da eine Studie dazu begleitend gemacht hat. Es wird Sie ja sehr freuen, ich weiß nicht, ob Sie es vorher gehört haben, dass der Martin Bauer folgende Aussage gemacht hat. An diese Fachtagung werden wir uns noch lange zurückerinnern. Das war der Tag, als die digitale Grundbildung zum Pflichtfach wurde. Und es ist ja sehr schöne Entwicklung, aber ich bitte Sie jetzt um Ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ganz kurz auch mit der Bildschirmfreigabe zu starten. Ich denke, das müsste funktionieren. Ja, genau. Freut mich sehr. Ich hatte im Vorfeld mit dem Martin schon mal einen kurzen Spoiler. Also es gab, glaube ich, auch schon mal eine Presseausstellung dazu. Also freut mich sehr, dass es jetzt tatsächlich ein Pflichtfach geworden ist. Worüber ich berichten darf, ist tatsächlich eine kleine Untersuchung, die wir durchgeführt haben, oder die tatsächlich von der Datenerhebung her der Kollege Fuchs, der da als Mitautor auch genannt ist, durchgeführt hat, der Absolvent in unserem Studiengang E-Education ist und im Gebiet der Bildungsdirektion Vorarlberg, wo er auch als Lehrperson tätig ist, also versucht hat herauszufinden, die konkrete operative Umsetzung der verbindlichen Übung digitale Grundbildung zu untersuchen. Untersuchungszeitraum war tatsächlich noch vor Covid. Das heißt, in diesem Vortrag geht es gar nicht um Covid. Wir haben als Untersuchungszeitraum die Weihnachtszeit oder den Beginn des Schuljahres vor dem ersten Lockdown, das heißt vor mittlerweile 1,5 Jahren, oder fast zwei Jahren mittlerweile, wo es das erste Mal quasi verpflichtend flächendeckend diese verbindliche Übung, digitale Grundbildung gab und haben uns da eben sowohl bei den Lehrpersonen als auch bei den Schulleitungen flächendeckend in Vorarlberg angesehen oder versucht anzusehen, wie denn die digitale Grundbildung tatsächlich in den Schulen auch angekommen ist. Worauf haben wir geachtet? Drei Aspekte, die wir in der Untersuchung angesprochen haben oder versucht haben zu erheben. Einmal die Form der Umsetzung. Insbesondere, und auf das möchte ich besonders eingehen, hier jetzt in diesem Vortrag, die Rolle der 8 Teilbereiche, die im Lehrplan ja definiert sind und die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, die vielleicht daraus entstehen. Und als dritten Aspekt, auf den ich heute nicht genauer eingehen werde, der wahrgenommene Fortbildungsbedarf in diesen Bereichen, also wo es denn Interesse aus Sicht der Lehrpersonen in erster Linie daran gibt, vertiefte Weiterbildungen noch zu erheben. Ich lasse das heute in erster Linie aus Zeitgründen weg, aber auch deswegen, weil sich die Ergebnisse spiegelbildlich quasi mit jenen der wahrgenommenen Relevanz in den 8 Teilbereichen decken. Ich erwähne das vielleicht dann, wenn es relevant ist. Vielleicht kurz zu den Rahmenbedingungen. Ich habe es kurz erwähnt, Online-Befragung in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Vorarlberg. Also gab es eine Schulleitertagung, wo diese Studie vorgestellt wurde und dann auch in die Schulen getragen wurde im Zeitraum November, Dezember 2019. Rücklauf auf Ebene der Schulen haben wir nicht ganz die Hälfte, also ungefähr 40% der Schulen haben teilgenommen. Man sieht auch da jetzt eine kleine Studie, kommt bei Weitem nicht an die Ends heran, an die Anzahl an Teilnehmerinnen in den Studien, die wir vorhin gerade in den Untersuchungen von Christoph gehört haben. Aber hier 64 Lehrpersonen, wie viele da tatsächlich prinzipiell in Frage kämen, ist schwer zu sagen, weil es keine Daten darüber gibt, wie viele Personen da tatsächlich digitale Grundbildung unterrichten oder, weil es ja integrativ unterrichtbar ist, sich in diesem Bereich engagieren. Kalkulatorisch aus dem Rücklauf, weil wir die Schulleitungen befragt haben, wie viele Lehrpersonen an ihren Schulen denn in der digitalen Grundbildung tätig sind, kann man ungefähr hochrechnen, dass wir davon ausgehen können, dass wir mit diesen 64 in etwa 15% der in Frage kommenden Lehrpersonen erreicht haben.
Ich gehe ganz kurz im ersten Teil, nur um den Rahmen zu setzen, auf die Form der Umsetzung ein, bevor ich dann im Detail noch mal auf diese Rolle der 8 Teilbereiche und die inhaltliche Schwerpunktsetzung eingehen möchte. Die erste Frage, die wir uns da anschauen können, ist hinsichtlich der beiden möglichen Umsetzungsformen, die ja für diese verbindliche Übung vorgesehen sind, ist es ein dezidiertes Fach oder ist es integrativ in anderen Fächern verankert? Eine Diagnose, die ich hier dazu sage, wenn man sie in der Abbildung nicht erkennen kann, es gibt keine Schule, die sich ausschließlich für die eine oder die andere Variante entschieden hat. Es ist immer eine Kombination. Wir werden es dann auch über den Jahresverlauf gleich auf der nächsten Folie sehen. Was wir sehen können, ist, wenn es als Fach verankert wird, dann ist es tatsächlich ein Großteil der befragten Schulen im Ausmaß von etwa 2 Stunden verankert. Wenn es integrativ ist, nivelliert sich das Bild ein bisschen, das passiert über das gesamte Spektrum. Interessanter, weil auffälligere Muster ist, wenn man sich über die 4 Schulstufen in der Sekundarstufe 1 ansieht. Vielleicht wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, es war schon im Titel drinnen, befragt wurden ausschließlich die Mittelschulen, also AHS waren nicht Teil der Stichprobe hier. Und an den Mittelschulen sehen wir, dass in erster Linie die Pflichtstunden sehr stark in den ersten beiden Schulstufen der Sekundarstufe 1 verankert sind, wohingegen, und da haben wir die großen Peaks, die integrative Verankerung ganz stark in der Schulstufe 7 und 8 abgebildet ist. Das ist, wenn man auf die Kandidatinnenfächer schaut, was man für die digitale Grundbildung heranziehen kann als explizites Schulfach, nachdem es ja noch kein Pflichtfach gab und damit wirklich explizite Verankerung möglich oder vorgesehen war, ist es nicht besonders überraschend, dass das in den ersten beiden Schulstufen noch als Pflichtstunden verankert wird und dann stärker integrativ gesehen wird. Wenn wir auf den integrativen Blick, auf den integrativen Bereich einen genaueren Blick werfen, dann sehen wir, dass es einen großen Leader bei den Fächern gibt, wo integrativer Unterricht durchgeführt wird. Das ist Mathematik in fast 50% der genannten Fälle, gefolgt von und dann einem großen Block einerseits der Sprachen, Deutsch und Englisch und der sozial- und naturwissenschaftlichen Fächer, Geografie, Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, alle ungefähr im gleichen Ausmaß. Dieser Block Sonstige, die ich da zusammengefasst habe, hinten diesen Longtail an Fächern, da ist inkludiert Fächer wie Musikerziehung, da sind Sport drinnen, da ist teilweise auch Religion drinnen, das sind, glaube ich, die 3 häufig genanntesten in diesem Bereich, aber eben ganz klar die Mathematik, die hier heraussticht. Vor diesem Hintergrund kann man sich jetzt die Rolle der 8 Teilbereiche ansehen. Das ist vor allem dann später bei der Interpretation interessant, dass die Mathematik für die integrative Verankerung sehr stark herangezogen wird. Die Teilbereiche, die im Lehrplan stehen, die man eher mathematisch orientiert interpretieren könnte, aber vielleicht auch gar nicht so stark im Vordergrund stehen. Kleiner Spoiler vielleicht. Wenn wir auf die 8 Teilbereiche schauen, haben wir 2 Dinge gemacht. Wir haben einerseits die Lehrpersonen, auch die Schulleitungen, aber wir werfen jetzt den Blick ganz explizit auf die Lehrpersonen, befragt, für wie wichtig sie diese unterschiedlichen Teilbereiche denn halten, also dass man die abdecken sollte im Unterricht. Auf einer Skala von 1 bis 4 hier, wo 1 das 1 sehr wichtig ist und 4 sehr unwichtig wäre. Und wir erkennen da schon, wenn wir einfach nur einen Blick auf diese 4, auf diese 8, Verzeihung, auf diese 8 Teilbereiche werfen, die da abgebildet sind, 2 Grundmuster. Das ist eine relativ hohe Relevanzwahrnehmung da in diesen 5 ersten, nehmen wir vielleicht das 6. noch dazu, und 2, die ein fundamental anderes Muster aufweisen. Wenn wir da ins Inhaltliche reinschauen, ist der Teilbereich, der mit Abstand am höchsten, am wichtigsten erachtet wird, jener der Sicherheit, also die Kompetenzen, die da im Lehrplan unter der Tagline oder dem Teilbereich Sicherheit zusammengefasst sind. Dann folgen relativ gleichrangig diese 4 anderen, deren
Titel ich im Detail jetzt nicht vorlese, aber wir haben hier die gesellschaftlichen Aspekte, wir haben hier die Betriebssysteme, die Informationsdaten, Medienkompetenz und hier digitale Kommunikation, Social Media. Die haben ungefähr ähnliche Verteilung. Etwas abfallen tut der Bereich der Mediengestaltung und eher ins Negative von der Wichtigkeitswahrnehmung drehend ist der Bereich der technischen Problemlösung und vor allem jener des Computational Thinking. Wenn man das nochmal ein bisschen verdichtet, das war ein zweites Item, das wir in diesem Bereich abgefragt haben. Wir haben gefragt nach den Top 3 Teilbereichen, also welche 3 Teilbereiche sollten auf jeden Fall abgedeckt werden, dann zeigt sich im Wesentlichen ein konsistentes Bild, kommt fast das Gleiche raus. Wir haben sehr oft genannt Sicherheit. Wir haben wiederum diese 4 anderen, die etwa gleich oft genannt wurden. Die Mediengestaltung setzt sich ein bisschen nach unten ab und wieder 2 Teilbereiche, nämlich das technische Problemlösen und das Computational Thinking, die nach unten ausreißen. Das ist prinzipiell schon mal ein interessantes Bild. Es gibt also hier offensichtlich ganz fundamentale Relevanzentscheidungen, Ausgangspunkte für Relevanzentscheidungen, die getroffen werden, wo man denn den Schwerpunkt hinlegt. Weil man muss ja auch sagen, Sie werden ihn alle kennen, den Lernplan für digitale Grundbildung. Der ist ja mit den über 100 Deskriptoren, die da als Kompetenzen formuliert sind, sehr komplex, sehr umfassend. Es ist wenig realistisch anzustreben, die wirklich alle abdecken zu können, auch wenn man es über alle 4 Jahre verankert. Dementsprechend muss es hier, wie es in jedem Rahmenlehrplan der Fall ist, zu Relevanzentscheidungen kommen. Und man kann davon ausgehen, dass die wahrgenommene Wichtigkeit aus Sicht der Lehrpersonen da durchaus einen Einfluss hat. Und dementsprechend ist dann schon genauer anzuschauen, was denn mit diesen 2 Teilbereichen technisches Problemlösen und Computational Thinking passiert. Und genau das haben wir versucht, also nicht nur auf diese beiden zu schauen, sondern generell dann auf die praktische Umsetzung zu schauen, indem wir gefragt haben, in welchen Schulstufen würden Sie denn diese 8 Teilbereiche jeweils verankern? Da waren mehrfach Antworten möglich. Das heißt, ich konnte sagen, ja, digitale Kommunikation adressiere ich in der 5., 6., 7. und in der 8. Also das war mehr oder weniger, waren Checkboxes. Wichtig hier anzusehen, wenn wir diese Muster interpretieren, der rote Balken zu Beginn ist das Statement, das müsste schon vor der Sekundarstufe 1 adressiert werden, also muss in der Primaria kommen. Der hellgrüne Balken am Ende ist das Kennzeichen für, naja, das kann man schon machen, aber das sollte eigentlich nach der Sek 1 in einer weiterführenden Schule kommen. Und der dunkelrote, den wir nur hier irgendwie prominent sehen, ist dieser Teilbereich ist eigentlich überhaupt irrelevant und den müsste man gar nicht abdecken. Und es zeigt sich ein ähnliches Muster, wie wir es vorhin schon bei der Relevanzwahrnehmung hatten. Auch hier die Teilbereiche, die als durchschnittlich wichtig wahrgenommen wurden, auch jener, der als besonders wichtig wahrgenommen wurde, also Sicherheit, die zeigen eine weitgehende Gleichverteilung über die Schuljahre hinweg. Schöne Glockenkurve haben eigentlich hier bei den gesellschaftlichen Aspekten, alle anderen haben zwar gewisse Schiefe drinnen, aber wenig Ausreißer, auffallend vielleicht auch Betriebssysteme und Standardanwendungen mit einem Fokus in den ersten beiden Jahren, das korrespondiert vielleicht ein bisschen mit dieser Verankerung als Pflichtfach, wo man quasi die Grundlagen hier abholen würde und auch hier wieder das technische Problemlösen und das Computational Thinking. Ein bisschen zugespitzt gesagt, ja, wenn man es macht, dann macht man es bitte in der letzten Schulstufe, das wäre der blaue Balken, aber eigentlich soll es erst später passieren oder es ist tatsächlich gar nicht notwendig, sehen wir hier bei Computational Thinking eben herausstechen. Auch hier wieder ein bisschen zugespitzt, aber aufs gleiche Item, nur ein bisschen anders dargestellt, wenn man das jetzt über die Schulstufen hin aggregiert, also im Wesentlichen da diese einzelnen Balken aufeinandersetzt, dann zeigen sich hier mehrere Cluster in der 8. Schulstufe. Also das sind jetzt quasi die Anzahl der Nennungen, das genannt wurde, dass ein bestimmter Teilbereich in einer Schulstufe adressiert werden sollte, aufaggregiert über die Schulstufen. Wir haben also hier nur die Daten von der Schulstufe 5 und dem Frühjahr
Nennungen. Hier kommen jene die Nennungen der Schulstufe 6, 7 oder 8 dazu und da tun wir dann nur die dazu, die später nennen. Und wenn wir jetzt hier einen Blick auf das Endergebnis werfen in der Schulstufe 8, dann sehen wir, dass sie im Wesentlichen zwei große Gruppen ergeben in der praktischen Umsetzung, ja, die ein Stück weit korrespondieren mit der Relevanzwahrnehmung. Wir werden dort auch dann gleich nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Das ist die große Gruppe, die wir auch hier vorne schon gesehen hatten und die wir bei der Relevanzwahrnehmung gesehen hatten, wo den Lead wiederum in grün hier die Sicherheit hat. Also das wird auch am häufigsten genannt als ein Thema, das im Unterricht verankert wird oder das adressiert wird. Dann haben wir wieder diese vier anderen Bereiche und dann haben wir eine Gruppe, die doch wesentlich weniger oft genannt wird. Und da ist wieder dabei das Computational Thinking in grün, das technische Problemlösen in dunkelblau und in diesem normalen Blau haben wir interessanterweise die gesellschaftlichen Aspekte. Das ist ein interessantes Phänomen hier. Das war, wenn Sie sich erinnern, bei der Relevanzwahrnehmung eigentlich relativ gut dabei. In der tatsächlichen Verankerung fällt es jetzt hier in eine untere, in eine Kategorie, die eher beim technischen Problemlösen und beim Computational Thinking ist. Man kann sich das auch wiederum etwas genauer ansehen, indem man jetzt diese beiden Daten zusammenbringt. Und der Grafik möchte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen. Ich sage nur kurz, was Sie da jetzt sehen. Sie sehen jetzt auf der X-Achse, also XY-Plot, auf der X-Achse die durchschnittliche wahrgenommene Wichtigkeit der einzelnen Teilbereiche. Und also die Daten, die wir ganz zu Beginn diskutiert hatten. Und auf der Y-Achse die aggregierte Anzahl der Behandlungen des Themenbereichs über alle vier Schulstufen. Also im Wesentlichen diese Anzahl hier, diese Datenpunkte, die Sie hier in der Schulstufe 8 sehen, die sind da auf der Y-Achse aufgetragen. Und wir sehen jetzt hier rein schon durch die visuelle Analyse, dass nicht überraschend diese Vermutung, die wir vorher schon in den Raum gestellt haben, nämlich dass die wahrgenommene Wichtigkeit mit der Anzahl der Behandlungen der Themenbereiche korrespondiert, dass sich das soweit bestätigt. Also was unwichtig wahrgenommen wird, das wird auch relativ selten im Vergleich zu den anderen Teilbereichen im Unterricht behandelt, was besonders wichtig wahrgenommen wird, kommt sehr oft vor. Wir sehen das bei der Sicherheit und hier am unteren Ende bei Computational Thinking. Wenn wir jetzt hier lineare Regression durchlegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, gibt es Ausreißer oder nicht, dann sehen wir, dass zwei da im Wesentlichen abweichen, zwei Teilbereiche. Das ist nach unten und jetzt haben wir die nochmal herausgearbeitet, die gesellschaftlichen Aspekte, die da in den unteren Cluster fallen, nach unten weichen die gesellschaftlichen Aspekte ab. Das heißt, nach unten, das bedeutet, dass die als relativ wichtig wahrgenommen oder eingeschätzt werden, dass sie aber tatsächlich im Unterricht im Vergleich relativ selten adressiert werden. Das heißt, das ist was, was man sich anschauen muss, woran das liegt. Auch hier, ich habe gesagt, ich lasse das mit dem Weiterbildungsbedarf weg. Aber wir sehen, wenn man sich die Items zum Weiterbildungsbedarf ansieht, dass das der eine Teilbereich ist, und zwar wirklich herausragend, wo höherer Weiterbildungsbedarf von den Lehrpersonen gesehen wird. Also eine mögliche Erklärung für diesen Ausreißer nach unten wäre, dass man das Gefühl hat, dass viele der teilnehmenden Lehrpersonen das Gefühl haben, in diesem Themenbereich vielleicht nicht so firm zu sein und da mehr Input benötigen würden, um das adäquat adressieren zu können. In die andere Richtung reißt aus die Mediengestaltung, der Teilbereich Mediengestaltung. Der wird zwar als wichtig, ja, aber als weniger wichtig als andere Teilbereiche wahrgenommen, wird aber im Vergleich zu den anderen dann doch relativ oft im Unterricht verankert. Also auch die Frage, wie kann man das erklären? Das können wir jetzt nur spekulieren, weil wir es nicht im Detail abgefragt haben, aber wenn man auf die Kompetenzen, die da in dieser Kategorie zusammengefasst sind, reinschaut, dann kann man annehmen, dass in diese Kategorie sehr oft Aktivitäten, Lernaktivitäten einsortiert werden, die was mit Präsentationserstellung zum Beispiel zu tun haben. Eine PowerPoint erstellen, was sich in vielen Fächern, gerade im integrativen Unterricht, durchaus anbietet,
dass ich hier begleitend zu Präsentationen zu erarbeiteten Themen die Schülerinnen und Schüler erarbeiten, auch entsprechende Begleitmedien erstellen lasse und dass das dann dementsprechend in diesem Themenbereich hier verortet wird. Deswegen, auch wenn es vielleicht nicht als so wichtig wie die anderen wahrgenommen wurde, doch relativ oft im Unterricht verankert. Also flapsig gesagt, da geht es relativ leicht, das zu verankern. Deswegen wird es relativ oft auch adressiert. Aber auch hier wieder sehr auffällig, die beiden Ausreißer nach unten, nochmal deutlicher sichtbar, das technische Problem lösen und das Computational Thinking. Was mich auch schon zur Zusammenfassung und zur Interpretation dieser Ergebnisse, die wir jetzt gesehen haben, bringt. Herausgegriffen und ein bisschen spekulierend, weil es tatsächlich jetzt in einem nächsten Schritt auch verifiziert werden muss. Gehe dann nachher gleich nochmal drauf ein. Der Themenbereich, also wenn man jetzt diese Themenbereiche versucht zu clustern, ja, dann gibt es einen Themenbereich, der sich mit technischen Aspekten, mit informatischen Aspekten beschäftigt, ja, und den fallen eben genau Computational Thinking und technische Problemlösung rein, die, und das habe ich jetzt mehrfach erwähnt und gezeigt, werden als weniger wichtig erachtet und sie werden auch weniger prioritär behandelt und insbesondere Computational Thinking wird, Sie erinnern sich an die Grafik vom Vorjahr, ist ein Thema für weiterführende Schulen gesehen. Was ich nicht in Grafiken gezeigt habe, aber was sich in den Daten zeigt, wir haben auch uns angeschaut, gibt es unabhängige Variablen, gibt es Einflussfaktoren, die auf diese Einstufungen vielleicht Einfluss haben und weder das Geschlecht noch das Dienstalter noch, und das ist vielleicht am interessantesten hier, noch der fachliche Hintergrund zeigen einen Einfluss auf die Ergebnisse. Auch Lehrpersonen, die im MINT-Bereich tätig sind, wo man annehmen könnte, dass sowas wie Computational Thinking zum Beispiel oder auch technisches Problemlösen oder vor allem Computational Thinking in der Mathematik verankerbar wäre, rein von der thematischen Nähe her, wenn man auf die Lernergebnisse schaut, gibt es da keine herausragende Präferenz für die Themenbereiche. Eigentlich im Gegenteil, also das schlägt eher, zwar nicht signifikant, aber das schlägt eher nur in die andere Richtung aus, wenn man es in den Vergleich zur gesamten Stichprobe stellt. Zweiter auffälliger Punkt waren eben die gesellschaftlichen Aspekte. Auch auf das vielleicht einen genaueren Blick. Das wird nochmal zusammengefasst als wichtig und relevant erachtet von den befragten Lehrpersonen im Unterricht, aber tendenziell eben weniger oft priorisiert auf einem ähnlichen Niveau wie Computational Thinking, technisches Problemlösen. Und ich habe es erwähnt, bei den Fortbildungen sehen wir hier eine Ausprägung hin zum Wunsch zu mehr Fortbildung, insbesondere bei den Personen, die auch sagen, ja, das ist besonders wichtig für mich im Unterricht. Also wenn es eine hohe Relevanzwahrnehmung gibt, gibt es da auch überdurchschnittlich oft den Wunsch nach mehr Fortbildung. Es ist tatsächlich also hier ein Hinweis darauf, dass es hier an Kompetenzwahrnehmung ein Stück weit vielleicht fehlt und dass man da nachschärfen müsste. Ich habe es auch gezeigt, umgekehrtes Bild haben wir bei der Mediengestaltung, die ist im Unterricht überproportional oft zu der Relevanzwahrnehmung abgebildet. Wenn wir jetzt noch die Schwerpunktsetzung schauen, auch das kurz erwähnt schon bei den Daten, aber hier nochmal herausgegriffen, wenn wir explizit im Stundenplan verankerte Unterrichtsformen betrachten, dann sind die eher in den ersten beiden Schuljahren der Sekundarstufe 1 oder hier zumindest in der Mittelschule abgebildet. Später haben wir dann stärker die integrativen Unterrichtsformen und da gibt es einen starken Fokus in der Umsetzung auf jene Teilbereiche, die auch im Wesentlichen, noch bevor es die digitale Grundbildung gab, ein Stück weit im ECDL abgebildet waren. Also Themen, die bereits in der Schule üblicherweise auch adressiert wurden, sowas wie Betriebssysteme, Standardanwendungen, digitale Kommunikationssicherheit, Mediengestaltung, Informationsdaten, Medienkompetenz. Also da gibt es offensichtlich einen Zusammenhang. Die drei anderen Teilbereiche, und das sind eben genau wiederum gesellschaftliche Aspekte, technisches Problemlösen, Computational Thinking, die kommen in den explizit verankerten Unterrichtsformen relativ selten vor, sondern wenn sie überhaupt adressiert werden, dann werden sie erst später integrativ adressiert. Das ist einmal nur die Diagnose, was man mit dieser Information tun und welche Schlüsse man daraus zieht, das müsste man jetzt noch diskutieren.
Vielleicht noch eine Interpretationshilfe dazu. Das eine ist, wir haben ja nicht nur die Studie durchgeführt, wir haben uns natürlich auch die Literatur, die es rundherum gibt, angesehen dazu. Und da ist schon auffällig, dass es gerade zu diesem Bereich Computational Thinking sehr unterschiedliche, offensichtlich unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, was denn da enthalten ist und wie das zu interpretieren ist. Und wenn sich die Fachcommunity noch nicht einig ist, dann ist nicht überraschend, dass auch im Feld bei den Personen, die es dann operativ umsetzen müssen, vielleicht eine gewisse Unsicherheit besteht, was denn Computational Thinking alles umfasst und wie man es denn tatsächlich dann mit den Inhalten des eigenen Unterrichts in Beziehung setzen kann. Eine Hypothese, die wir eben festgemacht haben an diesem Phänomen der gesellschaftlichen Aspekte, die sehr relevant wahrgenommen werden, aber relativ selten adressiert werden, ist als Einflussfaktor die eigene Kompetenzwahrnehmung zu einzelnen Teilbereichen, die man sich da anschauen kann und die einen Einflussfaktor hat, was denn wirklich in der Schule auch ankommt. Und auch das habe ich schon erwähnt, die Relevanzentscheidung im Sinne der wahrgenommenen Lebensrealität der Lernenden als möglicher Moderator für, wo setze ich denn den Fokus drauf? Also was ist denn für die Schülerinnen und Schüler tatsächlich wichtig in der Lebenspraxis, in der Lebensrealität? Hinweis darauf, der Themenbereich Sicherheit mit seiner hohen Relevanzwahrnehmung und auch der hohen Adressierung sticht da ganz sicher heraus. Das waren jetzt ein paar Blitzlichter, wenn Sie sich das gern detaillierter anschauen möchten. Wir haben das erst vor mittlerweile einem Monat erschienen in der Zeitschrift R&D Source der BH Niederösterreich veröffentlicht, diese Studie. Da sind die Detaildaten auch nochmal drinnen, da sind auch nochmal ein paar mehr Aspekte drinnen, die man sich da genauer anschauen kann. Wir sind auch gerade dabei, in Zusammenarbeit auch mit dem Ministerium diese Studie jetzt nochmal größer auszurollen. Also was Sie jetzt gehört haben, ist Vorarlberg und Mittelschulen. Es wäre natürlich spannend, das für ganz Österreich zu untersuchen. Es wäre natürlich spannend, das auch für den AHS-Bereich zu untersuchen. Und es wäre natürlich spannend, da nicht nur die Schulleitungen und die Lehrpersonen, sondern auch andere Stakeholdergruppen zu befragen. Und eine derartige Studie ist aktuell in Vorbereitung. Wir starten jetzt gerade damit einen ersten Studienteil qualitativ mit Interviews durchzuführen, mit Schulqualitätsmanagerinnen und Managern, diese Perspektive einmal abzuholen und werden das dann auch nochmal im Laufe des Sommersemesters, ist der aktuelle Plan, die Unsicherheit kennen wir alle, wie es ausschaut, nochmal breiter an die Schulen zu bringen und die Untersuchung weiter auszurollen. Vielleicht ganz zum Schluss, shameless plug, wir haben noch eine weitere Studie am Laufen. Eine Kollegin von mir, die Birgit Albaner von der BA Kärnten, deren Dissertation ich an der JK mitbetreuen darf, untersucht aktuell, wie der 8-Punkte-Plan in den Schulen ankommt und welche Auswirkungen der für Lehrpersonen hat. Da ist die Befragung gerade offen. Wenn Sie Zeit, Lust und Interesse haben, sehr gerne an dieser Befragung auch teilzunehmen. Ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn es gern auch asynchron natürlich da Nachfragen oder Interesse an einer Zusammenarbeit gibt. Vielen herzlichen Dank, Dr. Doppel, für diese Analyse. War sehr spannend. Besonders der Aspekt oder des Ergebnisses mit dem Computational Thinking. Denn ich komme gerade von Slowenien, da war Konferenz Reset Education im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft in Ljubljana. Und da ist sehr stark die Frage aufgeworfen worden, inwiefern wird KI unterrichtet an Schulen? Und zwar nicht die Algorithmen, die dahinter stecken, sondern das Grundprinzip. Und das dockt irgendwie an den Mechanismus des Computational Thinkings an. Und ich weiß nicht, ob Sie da jetzt Bestrebungen kennen, das auch im Curriculum zu verankern. Aber das ist, glaube ich, eine ganz offene Frage. Ich habe mir selbst die Frage gestellt und keine direkte Antwort gewusst. Punkt Relevanz, weil ich sage, wir sind von KI schon das ist oft umgeben. Das ist korrekt. Ja, genau. Also, wenn man auf die Lernergebnisse schaut, ist das tatsächlich formal noch nicht einmal abgebildet. Also, es ist nur mal ein Thema, das man eigentlich nur mal neu mitdenken müsste, ja? Wenn man jetzt drüber nachdenkt, was auch im Pflichtfach irgendwie als Themen reinkommen muss. Ja? Absolut. Ja.
Ja, es bleibt spannend. Bleibt spannend, genau. Ja, wird nicht langweilig, auf Ja. jeden Fall. Gut, jedenfalls vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich